Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meiner Weihnachtsgeschenk-Idee-Videos. Und ich habe heute mal wieder so eine schöne Idee, wenn man überlegt, was kann man schenken. Und es gibt tatsächlich viele Menschen, die Christrosen noch gar nicht so kennen und schätzen, was mir unverständlich ist. Ich liebe sie. Ja, und deswegen wollte ich euch heute ein bisschen was über Christrosen erzählen und wie man einfach ein ganz tolles Geschenk damit machen kann. Und viel mehr Infos und Details gibt es gleich nach der Intro. So früh ist der Morgen im Großmarkt und ich habe mal wieder meine Filzbestände aufgefüllt. Und ihr seht hier neben mir im Regal, es gibt so viele Farben. Es gibt Filzdocht, es gibt die Filzrollen, die schön. Und Filz, da gab es auch noch eine ganz tolle Anmerkung von einer Zuschauerin. Die hat gesagt, also Filz ist wirklich wasserfest, ist wetterfest, witterungsbeständig. Aber es gibt dann doch so ein Argument, was beim Filz natürlich ein Nachteil ist, aber es ist wiederum auch echt süß. Die Vögel lieben vor allem Filz dort als Nistmaterial. Das heißt, die kommen und die zupfen dann fleißig an dem Filz rum und nehmen das für den Nestbau. Das finde ich wiederum total süß. Ja, und das war dann doch eine Anmerkung, wo ich sage, die muss ich unbedingt ins neue Video bringen, weil das ist natürlich dann wieder sowas mit Filz, da ist er schwer gefährdet. Aber ich glaube, der Besuch von den süßen Piepmätzen ist auch was wert, oder? Ja, also Christrosen, auch auf Englisch Christian Rose. Ich liebe sie und es ist wirklich eine der wenigen Blüten. Ja, hier sieht man auch ein ganz tolles Exemplar. Das ist eine der wenigen Blüten, die tatsächlich auch im Winter blüht, ja, und die das auch schafft. Christrosen sind total intelligente Pflanzen, weil die haben nämlich einen selber eingebauten Frostschutz. Wenn es frostfrei ist wie jetzt, dann stehen die stramm wie die Soldaten und wenn Frost kommt, dann ziehen die ein bisschen Wasser zurück im Stiel und dann hängen die so ein bisschen die Blüten. Man denkt so, ist die kaputt? Nein, sie sind nicht kaputt, sondern sie haben einfach sie schützen sich selber, indem sie ein bisschen Wasser zurückziehen. Und wenn es frostfrei ist, stehen sie auch wieder auf. Und da es ja auch meistens frostfrei ist und nicht den ganzen Winter Frost hat, hat man also wahnsinnig lang Freude. Und guckt mal, was das für eine tolle Christrose ist, die hier unten noch diese vielen, vielen Knospen hat. Und die kommen alle in den Frühlingsmonaten hier hoch. Und da gibt es also ganz, 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 ganz viele Blüten, an denen man noch wahnsinnig Freude hat. Und genau das hat eine Kundin von mir auch erkannt und hat auch gesagt, die Christrose, die sie meiner Tochter letztes Jahr gebracht haben, die war der Hammer. Und ich möchte unbedingt wieder so eine schöne Christrose. Und dann habe ich daraufhin unseren bekannten Drypot genommen und habe die Christrose schon mal reingesetzt. Aber naja, da geht noch mehr. Und dann habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie ich die im Video schön dekoriere. Und zeige euch einfach mal ja, meine ganzen Ideen. Und ich bin natürlich wieder mal aus dem Hof gekommen. Ich habe gesammelt und Margit unterwegs fürs Video. Und da gab es mal wieder hier wunderschöne Sachen. Magnolie, Kiefer, Konifere. Das ist eine Steineiche. Ja, und ich habe also richtig, richtig tolle Sachen gesammelt und mitgebracht. Und das wollte ich euch mal zeigen, wie ich dieser Christrose dann nochmal zu einem deutlich schickeren Auftritt verhelfen wollte. Als erstes nehme ich Mühlenbeckia. Das ist so eine Mühlenbeckia-Rebe. Die gibt es als Strang. Und falls ihr das, falls ihr da nicht so einen riesen Strang bestellen wollt, weil tatsächlich, wenn man die irgendwo bestellt oder kauft, Moment, zeige ich euch mal.
So, ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wenn man das als Strang kauft, dann ist das so ein ganz langer, der ist jetzt schon aufgerupft, ja. Das ist so ein ganz langer Strang und der ist dann so zugeschnürt. Hier sieht man jetzt noch die Schnur hier oben. Also ich glaube, so viel Mühlenbeckia verbraucht ihr nicht. Deswegen geht einfach zu eurem Floristen und sagt, ihr hättet da ein bisschen Mühlenbeckia und ich glaube, der tut ihr euch viel mehr gefallen, wie wenn ihr dann so ein riesen Ding anschafft, weil wir Floristen, wir kriegen das klein, aber ihr kriegt es selber nicht klein und das ist also eine herrliche Basis, um ja für solche Dekorationen und um so ein gewisses Leben, ja Leben in diese oder naja, ich sag mal so, um eine natürliche Basis zu machen. Wenn man das jetzt so sieht, denkt man zuerst, das ist ja eigentlich nur ein brauner Haufen, ne? Und denkt so, naja, eigentlich sieht das nach nichts aus. Aber ich habe das jetzt hier mal um den Korb drumherum gemacht. Das heißt, ich habe damit schon sehr schön den Übergang zwischen Christrose und Korb verkleidet. Ja? Das ist also Schritt 1. Dann Schritt 2 ist natürlich, ich brauche richtig tolles Grün. So, ich tue das jetzt mal hier nebendran. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. So, da habe ich also meine Steineiche. Das muss ich euch mal zeigen. Das sind so tolle Blätter. Ja, die glänzen richtig. Die sind wunderschön. Dann habe ich, damit ich nicht ewig lang stecken muss und damit ich auch gut vorankomme, habe ich eine richtig schöne, tolle, lange Kiefer. Also so eine total üppige. Ich schneide die Kiefer extra schräg an, den Stiel, und hoffe, so, und hoffe, dass ich den gleich da gut reinbekomme. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil ich muss mich ja auch in den Topf da reinstecken, ja. Falls es schwer ist mit dem Gelingen, das Problem haben wir ja auch öfter, es gibt auch sogenannte Vorbohrer, ja, das ist im Grunde genommen so ein Werkzeug, mit dem ich einfach so ein Loch stechen kann und mir dann das Leben ein bisschen leichter macht und gerade solche so Stiele, vor allem wenn die dick sind, ist das natürlich echt schwer, dann kann ich solche Stiele leichter einstecken. Und wisst ihr was, das mache ich auch jetzt erstmal, jetzt gehe ich erstmal mit dem Vorbohrer her, so, hoffe dann, dass ich sofort mit meinem Ast das gleiche, das vor, ja super. Ach, und dann funktioniert es ganz toll. Wahnsinn, was es ausmacht. So, und da habe ich jetzt natürlich auch ein richtiges Kaliber erwischt. Aber ich möchte auch Wirkung machen, ja? Weil wenn ihr, da sind jetzt ein paar braune Nadeln drin, die zupfe ich raus. Aber wenn man mit vielen kleinen Teilen, macht man wenig Wirkung und macht sich auch viel mehr Arbeit. Und jetzt nehme ich einfach ein paar große Teile und sage so, ich möchte das Ding jetzt einfach richtig schön dekorieren, wirkungsvoll. Und das erreiche ich nur, wenn ich mal was Ordentliches nehme und nicht nur so ein Kleinkram. Und genauso mache ich es jetzt auch. Das sind jetzt aber tatsächlich auch wirklich die dicksten Stiele, die ich noch hier in die Erde bringen muss. Die anderen, aber es sitzt, oh ja genau, stöhnt. So, aber es sitzt. Die anderen, die sind nicht so dick und dadurch natürlich auch nicht so störrisch. Das Grün darf auch nicht zu kurz sein. Wenn ich es zu kurz mache, dann guckt es überhaupt nicht mehr raus. Und dann verstecke ich im wahrsten Sinne des Wortes, ja, es wird gesteckt und es wird auch versteckt. Dann verstecke ich im wahrsten Sinne des Wortes mein Grün, ohne dass es Wirkung zeigt. Das ist auch Quatsch. Deswegen muss ich schon überlegen, in welcher Länge ich das auch verarbeiten möchte. Ja, und wenn ich dann von dem Korb, dass es auch entsprechend rausguckt, muss ich schon auf eine adäquate Stiellänge achten. Schön ist auch, wenn das Grün darf jetzt, sollte ruhig auch zum Teil fließen. Und fließendes Grün kann ich natürlich nehmen. Fließend ist auch so eine Konifere, die ist auch so ein bisschen weich. Das macht sich auch sehr, sehr schön.
Oder wenn das Grün dann wenn das Grün ein bisschen kürzer ist, kann ich natürlich auch also mehrere Ästchen nehmen, drahte die. Ja, ich lege den Draht hier an und drahte dann nach unten. Also genau, ist das jetzt zu lapidar, zu schnell gesagt. So, ich nehme, wenn ich drahte, ich gehe mal in die Kamera, ich bin heute wieder mal allein, lege das hier so an, drahte, biege das um und wickel dann mit dem Draht um die Stiele und hab das dadurch festgewickelt. Ja, ich mache zuerst ein U. Und damit kann ich natürlich auch kleinere Stücke verwenden. Dadurch, dass ich die gedrahtet habe, geht es auch. Ja, es gibt also viele, wie so oft, viele Wege, die nach Rom führen und mit denen ich meine Arbeit auch schön ausgrünen kann. Also ich bin total begeistert von der Steineiche. Die ist der Hammer. Ich muss natürlich schön schräg anschneiden. Ansonsten habe ich auch wieder verloren bei dem Unterfangen, wenn ich die in die Erde bekommen möchte. Aber ich muss sagen, bin ziemlich begeistert von der Grünauswahl, die ich getroffen habe. Dieses Mühlenbeckia, ich habe ja den Mühlenbeckia-Ring. Das Mühlenbeckia, das fixiere ich einfach damit, dass ich das andere Grün hier einstecke und ich steche immer durch dieses Mühlenbeckia durch. Ja, dann brauche ich dafür überhaupt keine weitere Fixierung. Also das erledigt sich eigentlich mit der Auskleidung des Grüns von selbst. So, ich mache jetzt hier noch mal ein bisschen weiter. Und im nächsten Schritt erkläre ich wieder. So, das war jetzt das Grün. Jetzt habe ich natürlich noch hier so schöne Zutaten. Das sind diese Magnolienzweige. Und Magnolie, also die ist jetzt sehr, sehr frisch geschnitten. Und entweder ich setze die auf Wasser, habe dann tolle Blüten, aber die Blüten, die habe ich dann wirklich so kurze Zeit. Oder ich lasse die trocken, also die blühen jetzt auch nicht auf, wenn ich die jetzt hier in eine Christrosenschale stecke, sondern die brauchen dann wirklich Wasser, also einen Wasserspiegel in der Vase. So, und also mit diesen Zweigen, das simuliert so ein bisschen die Knospen. Und dann hat man natürlich den Eindruck, dass da jetzt noch viel, viel mehr Knospen wären, als tatsächlich da sind. Das ist genau der Effekt, den ich gerne erzielen möchte. Und so, jetzt mache ich noch einen Zweig hier rein, weil hier ist so eine Stelle, wo mir das richtig gut gefällt. Aber ihr merkt auch an meiner Stimme, dass ich mich schon anstrengen muss, um diese Schale so richtig schön zu machen. So, und dann möchte ich ja auch noch Kugeln. Und die Empfängerin findet Silber sehr schön. Sie findet Silber, Rosa, und auch das Weiß. Und hier gibt es jetzt auch einen Trick, die Kugeln anzudrahten. Ich nehme einen Draht und klebe auf der Kugel einen Kringel mit Heißkleber, lege den Draht drauf. Das dauert ein bisschen, weil man muss echt warten, bis der Heißkleber fest ist, ansonsten löst er sich wieder. Und wenn ich diese Kugel dann so gedrahtet habe, dann kann ich die eigentlich jedes Jahr nehmen und bei Bedarf in meine Christrose stecken, beziehungsweise nach Weihnachten auch wieder rausnehmen. Und kann die Christrose, die bleibt ja dann weiterhin winterlich. Aber ich brauche dann einfach nicht jedes Jahr ja, neue, andere Kugeln. Und so kann ich die ganz toll positionieren, wie immer ich die auch gern hätte. Ich bin ja auch ein Fan von Gruppieren. Das habt ihr ja auch schon öfter mitbekommen. Das heißt, ich mache hier jetzt nicht nur eine Kugel rein an der Stelle seitlich, sondern ich mache dann einfach zwei rein. Ja, dann sieht das gleich noch ein bisschen mehr aus und kann auch noch eine weiße Kugel mal dazu machen. So, und
hier hatte ich noch, oh, da habe ich eine ganz tolle gefunden. Da habe ich eine richtig tolle, große, silberne Kugel noch gefunden. Und wie gesagt, ich habe die alle, Moment, ich suche meinen Drahtschneider, sorry. Ich habe die Kugeln alle, bevor ich die Kamera angemacht habe, habe ich die gedrahtet und habe diesen Heißkleber in Ruhe erkalten lassen. Weil das wollte ich euch jetzt nicht aufbürden, dass das hier so lang dauert. Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt so ein richtig toller Mittelpunkt. Ich wollte noch das Thema Rosa mit reinbringen und habe dazu, ich habe im Moment jetzt noch kleine rosa Kugeln. Nee, ich habe mich entschlossen, das anders zu machen. Nicht genau das gleiche, sorry. Also ich brauche, Fakt ist, ich brauche einen ganz, ganz, ganz dicken Draht, damit ich den in diese Erde stecken kann, weil die Erde ist unglaublich fest bei den Christrosen. Das ist der Hammer. Dann habe ich jetzt ein Floristentape genommen und habe die Drähte von den rosa Kugeln mit dem Tape, also an den Draht getaped. Man braucht da warme Hände, dann kleben die besser. Meine Hände sind ein bisschen frisch, ein bisschen kalt, sorry. Und dann klebt dieses Gutacol, oder ihr könnt das auch mit Tesa simulieren. Dann klebt es natürlich besser. Und so auf die Art und Weise habe ich auch die rosa Kugeln mit drin. Und mache jetzt auch noch das zweite Päckchen rosa Kugeln mit drin. Und dann kommt am Schluss noch eine rosa Schleife rein. Und ich würde sagen, dann haben wir wirklich eine ganz tolle Arbeit für die Empfängerin gestaltet und dann hat sie wirklich den ganzen Winter so eine wunderschöne Blütenpracht. Ich glaube, die guckt den ganzen Winter raus, würde ich zumindest. Nein, ich habe zu Hause auch eine Christrose bei mir auf meiner Terrasse stehen. Ich sehe die von der Küche, vom Wohnzimmer. Ich bin total glücklich und ich gucke wirklich viel raus und bestaune und bewundere diese Christrose und finde sie einen echten Traum. Und ich halte euch das mal so ein bisschen in die Kamera. Aber das ist jetzt, wow, das ist jetzt echt unglaublich, was das hermacht und was das für eine Wirkung macht. So, ich habe mal scharf nachgedacht und dann ist mir natürlich eingefallen, meine eigenen Worte sind mir dann eingefallen, ja, wenn ich jetzt eine normale Schleife mache, dann sieht die, wenn die draußen ist, nicht schön aus und dann würde die mit der Zeit hängen. Aber wenn ich jetzt eine Filzschleife nehme, wie wir ja wissen, ist Filz witterungsbeständig, wetterfest. Und ich habe jetzt eine Filzschleife genommen, habe die mit einem Band zusammen gemacht, nehme auch wieder Draht. Draht ist halt einfach die Zauberformel, um irgendwas festzukriegen. Nehme jetzt wieder einen Draht und biege den Draht um und habe hier meine Schleife, meine rosa Filzschleife, weil um das rosa Element, die eben bei Regen und Wetter und so, die eben nicht sofort schlapp macht, macht die rosa Filzschleife dann rein und dann ist meine Kundin mit der Deko in Rosa und Silber. Ich glaube, dann ist sie auch happy. Und ich freue mich, dass ich euch das auch zeigen konnte. Ich freue mich über so tolle Aufträge. Ich bin sehr dankbar meinen Kunden. Vielen Dank, dass ihr mir so schöne Aufträge gebt und dass ich dann natürlich auch wieder diese schönen Arbeiten im Video an meine lieben YouTuber zeigen kann. Es ist alles, ach, es ist ein herrlicher Kreislauf. Ich liebe es und da schließt sich ja immer wieder so der Kreislauf. So, jetzt muss ich die nur ein bisschen da reinbekommen, dass es auch noch was aussieht. Aber ich glaube, ich mache die Filzschleife ein bisschen mehr an den Rand. Ja, so mache ich es. Aber es muss ja alles immer erst ausgetestet werden, bis man einen guten Platz hat. So, ich habe jetzt hier eine Stelle, ist tatsächlich mit viel Grün und da ist keine Blüte, zumindest im Moment nicht. Und die Stelle habe ich mir jetzt auserkoren, um da die rosa Schleife reinzumachen und da das gewünschte rosa Element von der Mama für ihre Tochter
reinzumachen. So, muss ich noch schön die Schleife nochmal schön austarieren. Kann dann nochmal die Kügelchen, die rosa besetzen, dass die auch schön sichtbar sind. Und ich glaube, so ist das jetzt echt perfekt. Schleife, Christrosenschale. Und ich glaube, jeder ist happy. Und ich freue mich einfach, dass ich euch das zeigen konnte. Und das muss nicht immer so gigantisch sein. Das ist jetzt natürlich eine wahnsinnig tolle, große Schale. Das muss nicht immer so riesig sein. Aber das geht auch in kleiner. Und das kann man natürlich auch dann, ja, kann man mit so einer Christrose machen. Man kann optional auch einen Filz einfach um den Topf kleben und kann die Christrose hier schön ausdekorieren mit Konifere. Und dann braucht man nämlich keinen Korb. Ja, ist auch schön, weil man will natürlich nicht immer extra das Geld für einen Korb investieren. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ja, ihr könnt mich gern nochmal fragen oder ich antworte euch auch gern. Aber das ist wirklich eine phänomenale Deko und tolles Geschenk. Und ich glaube, jeder wird ganz lange an euch denken. Also ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Immer wieder schön. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und also dann macht's gut. Alles Liebe von eurer Margit und bis bald. Tschüss.